Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Minecraft Mod Review vom Kanal Craft of Survival. Heute möchte ich euch gerne den Walljump Mod zeigen. Als erstens, was kann dieser Mod? Er fügt generell keine Items hinzu, sondern ist so in der Art für in Minecraft Parkour laufen gedacht. Wer Parkour nicht kennt, den werde ich mal kurz erklären. Parkour ist eine Sportart, die man machen kann, wo es darum geht, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen, das heißt zum Beispiel Wände hochzulaufen, was wir jetzt auch machen werden mit dieser Modifikation. Als erstens haben wir in den Optionen zwei neue Möglichkeiten, also Tastenauswahlmöglichkeiten, einmal Open Wall Jump Settings, also die Optionen von diesen Mods öffnen, und der Wall Jump selber, den werde ich dann gleich zeigen. Und jetzt sind wir hier in den Optionen, wenn wir die Taste J gedrückt haben, wie ich sie eingestellt habe. Und dann können wir einmal zurück ins Spiel, können die Modifikation ein- und ausschalten. Jetzt ist sie aus, jetzt ist sie ein. Dann können wir hier, wenn wir Fly-Mode sind, ob wir da auch noch was springen wollen, also springen möchten, wenn das mich abgeschaltet. Dann die Icons aussehen sollten, also hier unten, wenn wir im Survival sind. Ich wechsle mal kurz mein G-Mode. G-Mode 1, ups, Entschuldigung, G-Mode 0, genau. Und jetzt sehen wir hier unten so welche Icons. So, wenn wir jetzt hier reingehen, gehen dann hier auf Bar Icons und dann sehen wir das unten, verändert sich Peter, Player und Smoke. Und hier ist dann Jumping-Typ, da habe ich jetzt mal, also wie oft man hochspringen kann, habe ich das unlimitiert gemacht, dann käme da aber noch die Option fixiert, limitiert, das ist dann noch weniger. Oder unlimitiert, also maximal, wie viel man halt haben will. Dann Autoturn, ob man sich automatisch in eine Richtung bewegen soll. Und das kommen wir jetzt noch zu. Hier unten seht ihr das ja. Und jetzt seht ihr hier, das ist auf einmal da oben. Das ist auf der rechten Seite. Dann ist es mal unten links. Dann ist es mal unten rechts und so weiter und so fort. Und Use Jump Key, also ob man die Sprungtaste benutzen möchte. Und außerdem können wir hier bestimmte IDs von Blöcken sperren, wenn wir zum Beispiel einen Doppelpunkt machen und dann 2 eingeben. Wenn wir 2 machen, 3 Grasblock, 3 Erdblock und so weiter und so fort, das geht halt alle Blöcke durch. Wir wollen jetzt halt hier Stein sperren, weil sonst hätten wir später hier Probleme hier hochzukommen. Also, ich werde das jetzt mal kurz zeigen. Man hüpft gegen die Wand. Boom, 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 boom. Und wir sind ganz oben. Ja, das finde ich relativ cool. Da kann man sich nämlich so Parkour-Arenas bauen. Und das macht auch wirklich ziemlich Spaß. Also es ist jetzt inzwischen einer meiner Lieblingsmodifikationen geworden. Und ja, ich bedanke mich jetzt, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche habt für Mod Reviews, ups, das hat jetzt wehgetan, dann stellt mir das. Ich versuche das dann zu reviewen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wir liken, kommentieren und mal bitte unseren Minecraft-Server joinen. craftofsurvival.eu ist der. Und ihr könnt mal drauf joinen. Schaut einfach mal vorbei, es ist eine super Community. Vielen Dank jetzt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.